Leute, was läuft? Wir starten hier heute als deutscher Nationaltrainer und wir wollen heute der beste Nationaltrainer aller Zeiten werden, die dominanteste deutsche Nationalmannschaft aller Zeiten bauen. Wir werden jetzt einen Masterplan für jede Position aufstellen. Wir fangen direkt bei dem Torwart an. Da sehen wir haben zwei mega gute Torhüter, aber die werden jetzt nicht bei allen WMs mit dabei sein, denn der eine ist 35 und der andere ist auch schon knapp 30. Deswegen schicken wir direkt einen Scout los, um den nächsten deutschen Nationalkeeper zu finden. Es gibt leider keinen, der so richtig viel Potenzial hat. Und hier seht ihr direkt den Plan für die Stürmerposition. Timo Werner kommt jetzt hier zu Bayern München. Und ihr merkt schon, wir werden jetzt Lewandowski freigeben. Es wird nicht alles hier ganz normal laufen bei Bayern München. Wir wollen in dieser Mannschaft nur Nationalspieler haben. Und es wird immer verrückter, aber wir müssen natürlich an die Zukunft denken. Manuel Neuer geht mit 35 Jahren natürlich von der Gesamtstärke nur noch runter. Deswegen haben wir schon Ter Stegen hier in die Mannschaft gepackt, beziehungsweise den verpflichtet. Ich würde sagen, für die nächsten 5 Jahre sind wir richtig, richtig gut aufgestellt mit der Nationalmannschaft. Danach wird es aber richtig schwierig. Deswegen lohnt es sich dran zu bleiben. Lasst einen Daumen nach oben, da schaffen wir hier die 999 Daumen nach oben. Nicht vergessen, hier die Glocke zu aktivieren, beziehungsweise davor erstmal zu abonnieren. Bei 100k seht ihr es oben, gibt es die R9 Frisur. Und jetzt haben wir hier direkt den ersten Scouting-Bericht. Wir müssen gleichzeitig natürlich an jetzt denken, also an das Turnier in genau einem Jahr, aber natürlich auch in das Turnier in 5 bis 10 Jahren. Und wir haben hier einen richtig guten Keeper, bis zu 83 Gesamtstärke. Gut, 83 ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber 2,5 Millionen perfekter Start. Den packen wir natürlich hier direkt in die Mannschaft. Der wird natürlich in dieser Mannschaft nicht spielen, das ist eine klare Sache, auch wie dieser Torwart hier. Ja, und hier direkt schon die Enttäuschung, der zeigt einfach gar kein Potenzial an. Also war es leider doch ein Flop. Wir werden den aber einfach mal freigeben, selbst bei den freien Spielern entwickelt er sich dann. Und auch ein Musiala soll hier auf der Bank sein Potenzial nicht verlieren. Und gerade ein Deal mit einem Nicht-Nationalspieler von Deutschland könnte der wichtigste sein. Wir werden jetzt hier einen französischen Keeper mit viel Potenzial, 90 Potenzial verpflichten. Er wird aber natürlich nur auf der Bank chillen und jetzt hier hoffentlich sein Potenzial verlieren. Die Mannschaft steht jetzt auch, die wir hier entwickeln wollen. Ja, und auf der Torhüterposition haben wir wieder ein neues Talent. 2,2 Millionen. Hoffentlich sieht es diesmal besser aus mit dem Potenzial. Wir haben erstmal hier zwei Spieler verpflichtet. Da sehen wir das Potenzial natürlich noch nicht. Die sind noch nicht auf der 60er Gesamtstärke. Werden wir mal beide freigeben. Wer weiß, vielleicht sehen wir den ja später nochmal in der Nationalmannschaft. Nochmal ein guter Keeper hier, den wir natürlich auch verpflichten. Und bei diesem Torhüter sieht es immer besser aus, dass wir einen Torhüter für die Zukunft haben. Der hat leider nur großes Potenzial. Der wird dann später vielleicht Backup-Keeper einfach. Und jetzt müssen wir hier die Mannschaft auswählen. Ihr seht übrigens, die Mannschaft, die wir eigentlich nur geschwächt haben, steht im Champions-League-Finale. Marco Reus hier verletzt. Aber ich denke, wir gehen mit einer richtig guten Truppe hier in die Weltmeisterschaft. Ihr seht hier die Entwicklung von der Mannschaft. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Vor allem Havertz und Werner, die wir beide geholt haben. Und ja, die werden auch mal direkt Champions-League-Sieger. Und jetzt sehen wir hier direkt schon unsere Gruppe für die WM Italien, Kanada und Schweden. Bundesliga übrigens nicht gewonnen. Und jetzt müssen wir hier die Mannschaft zusammenbauen. Toni Kroos ist noch mit dabei. Wir wollen natürlich die dominanteste Mannschaft machen. Deswegen, ne, holen wir den hier einfach zurück. Obwohl, es bringt gar nichts. Goretzka ist hier besser. Aber gut, dann haben wir einen heftigen Backup. Ich würde sagen, die Vorbereitung auf das Turnier war perfekt. Wir haben eine richtig gute Mannschaft hier aufgestellt. Erstes Spiel jetzt hier gegen Kanada sollte überhaupt kein Problem sein. So wie die Aussprache hier. Werner direkt mit einem Dreierpack. Guter Start. Gegen Schweden soll es natürlich direkt so weitergehen. Wir lassen immer die beste Elf hier spielen. 1-0. Das heißt, wir sind schon mal weiter. Und an meinem Geburtstag soll es natürlich hier einen Gruppensieg hier gegen Italien geben. Gucken wir uns mal das erste Top-Duell an. Und das verlieren wir hier leider. Achtelfinale jetzt hier gegen Mexiko. Da müssen wir natürlich weiterkommen. Ganz, ganz klare Sache. Süle ist nicht ganz so fit. Deswegen würde ich sagen, wechseln wir da mal aus. Kommt einfach mal Hummels rein. Schauen wir direkt mal, ob wir hier im Achtelfinale weiterkommen. Und das machen wir nicht. Perfekter Start in diese dominante Deutschland-Folge hier. Wir verlieren gegen Mexiko. Brasilien fliegt auch einfach mal gegen Schottland raus. Also das darf eigentlich nicht mehr passieren. Wir werden die Mannschaft hier weiter ausbauen, bis sie dann irgendwann die Titel gewinnt. Jetzt erstmal hier den Keeper freigeben. Ich denke, der hat sein Potenzial so ein bisschen verloren. Aber auf der Keeper-Position gibt es natürlich eine ganz wichtige Sache. Und zwar ist es dieses Mega-Talent, der aber immer noch 15 Jahre alt ist. Aber gut, das sollte jetzt hier nicht mehr so lange dauern. Und jetzt ist er 16. Jetzt können wir ihn verpflichtend zu den Profis befördern. Gut, bei uns wird er natürlich nicht spielen. Er ist ja kein französischer Keeper. Der soll sein Potenzial hier nicht verlieren, den werden wir hier direkt freigeben, aber ich denke, den werden wir ein bisschen später noch hier sehen. Und wir machen natürlich weiter mit der Jugendarbeit, um an das Jahr 2036 auch zu denken. Es werden natürlich auch wieder einige Spieler hier verpflichtet, auch wenn der 41er vielleicht hier keine Rolle mehr spielen wird. Aber wir hoffen natürlich, dass diese Mannschaft, wo mittlerweile ein paar 90er drin sind, ja, bei der nächsten Weltmeisterschaft eine Rolle spielt, beziehungsweise jetzt kommt natürlich erstmal die Europameisterschaft. Das war die allerletzte Blamage für Deutschland. Wir werden uns rächen. Und wenn die Spieler, die hier zu irgendwelchen Vereinen wechseln,
auch wirklich dahin wechseln würden und die es dann später als Spieler geben würde, ja, wäre besser, gibt es leider nicht. Deswegen müssen wir so langsam, ja, viele Talente finden. Obwohl, es gibt natürlich später dann auch noch die Regens. Ich denke, es wäre das Schlauste, wenn wir auf die gehen, denn talentemäßig, ja, ist das sehr, sehr schwierig, die hier zusammenzubauen. Obwohl, einige könnten mit dabei sein, bevor wir jetzt hier in das EM-Turnier gehen. Und ihr seht es hier, Teamauswahl bedeutet auch immer, das Team steht hier wieder im Champions League-Finale, sind also bereit. Gut, letztes Mal waren sie auch irgendwie bereit, da ist es aber ein bisschen falsch gelaufen. Jetzt kommt aber natürlich die Vendetta. Also, direkt die zweite Champions League-Trophäe. Die Mannschaft kann die Champions League gewinnen, aber es geht natürlich jetzt hier um die WM und die EM. Ich denke, Timo Werner wird bereit sein. Der hat 42 Tore hier in der Saison geschossen. Aber gut, das ist natürlich überhaupt nichts wert, wenn wir hier nicht weiterkommen. Wir verlieren die ersten beiden Spiele. Das kann doch nicht sein. Mit dieser Mannschaft, guckt euch die Mannschaft an. Schlechteste Bewertung, zweimal eine 85 und sonst gehen alle in Richtung 90 oder haben die 90 schon. Also jetzt müssen wir wirklich, ja, es sieht so aus, als würden wir wirklich rausfliegen. Wie kann das bitte hier sein? Okay, vielleicht gibt es doch noch irgendwie einen Wunder, aber wie kann man bitte mit der Mannschaft hier, ja, schon wieder rausfliegen? Jetzt wollten wir die beste deutsche Nationalmannschaft aller Zeiten bauen, haben wir vom Rating auch her geschafft. Und auch in der Mannschaft spielen die richtig gut, aber in der Nationalmannschaft machen die einfach überhaupt gar nichts. Oh nein, die Mannschaft hat es wieder ins Champions League-Finale geschafft. Ich glaube, wir wissen alle, was hier gleich kommt. Jetzt sehen wir hier den neuen Region. Falls die Mannschaft irgendwie wieder was Blödes macht, irgendwie im Achtelfinale oder so ausscheidet, dann werden einfach alle ihre Karriere beenden. Beziehungsweise ich werde dann ihre Karrieren beenden. Okay, und zum Glück verlieren die jetzt hier mal das Champions League-Finale. Das ist übrigens die Gruppe, also hier darf wirklich überhaupt nichts schief gehen. Ich werde jetzt auch extra die Taktikvorlage von Bayern hier übernehmen. Vielleicht liegt es ja daran. Aber guckt euch bitte diese Mannschaft an und vor allem auch diese Bank. Okay, wir werden hier wieder schnell simulieren. Okay, erstes Spiel schon mal gut. Zweites Spiel auch gewonnen. Okay, Gruppenphase hier schon mal überstanden, aber hier auch wieder einen Unentschieden. Bisschen am Wackeln wieder hier gefühlt. Aber Gruppenphase schon mal überlebt. Achtelfinale hier gegen Österreich. Falls wir das gewinnen, ja, dann haben wir in drei Turnieren ja, Viertelfinale als bestes Ergebnis. Das ist natürlich jetzt nicht das, was wir uns vorgestellt haben, aber mit dieser Mannschaft sollte eigentlich nichts schief gehen und es geht auch nichts schief. 4:2 gewinnen wir. Nächster Gegner ist Belgien. Ich kann ja auch nicht mehr machen, außer hier die Gesamtstärke zu upgraden, beziehungsweise die sich entwickeln zu lassen. Wir hoffen, dass es jetzt für ein Halbfinale reicht gegen Belgien. Ja, und das ist mal eindeutig 3:0. Halbfinale jetzt hier gegen die Niederlande. Gehen wir direkt rein. Werden wir hier ins Finale einziehen. Soweit sind wir noch nie gekommen, war aber jetzt auch nicht besonders schwer. Und wir ziehen ins Finale ein in der Verlängerung. Werner hier mit einem Doppelpack. Und jetzt hier das WM-Finale gegen Brasilien. Vielleicht war es wirklich die Taktikvorlage, die einfach ein bisschen falsch war für die Mannschaft. Einfach mal zwei Turniere weggeschmissen. Perfekte Sache. Aber jetzt spielt die Mannschaft so, wie sie spielen sollte im WM-Finale. Mit den Gesamtstärken hätte das eigentlich auch schon letztes Turnier hier sein sollen. Beziehungsweise da EM. Jetzt hoffen wir aber natürlich, dass wir die WM hier gegen Brasilien gewinnen. Und das tun wir auch. Raum macht ihn. Und Deutschland ist hier zum ersten Mal Welt-Champion, beziehungsweise einfach WM-Sieger, aber nicht zum letzten Mal hoffentlich. Jetzt geht's hier richtig los. Aber nach dem WM-Titel kommen so langsam die Probleme, denn die meisten Spieler sind schon 30 Jahre alt. Und jetzt kommt erstmal nicht so viel nach. Die Spieler da auf der rechten Seite, das sind die einzigen Spieler, die ein 80er-Rating haben und bis zu 27 Jahre alt sind. Beziehungsweise von 24 bis 27. Hier haben wir die Liste mit denen, die ein bisschen jünger sind. Da sehen wir auch direkt schon ein Talent, was wir damals geholt haben. Bauer 21 Jahre alt, 84er Gesamtstärke. Auch Schröder sehen wir hier schon. Aber Schröder wird hier keine Chance bekommen, denn der Manuel Neuer Region, der ist jetzt hier schon auf der 87er Gesamtstärke. Den werden wir hier gleich ins Ausbildungsteam auch holen, denn da brauchen wir jetzt so einen kleinen Umbruch. Obwohl, der Bauer, der zeigt hier leider nur großes Potenzial. Trotzdem schwierig, da nochmal extrem viel hochzubringen jetzt in kurzer Zeit. Vor allem, der muss erstmal auf die Stürmerposition umtrainiert werden. Aber wir haben Glück, bei dem Wechsel bekommt er ein neues Potenzial. Aufregender Mann für die Zukunft. Keine Angst, habe ich nicht eingestellt. Bei Wechseln verändert sich manchmal das Potenzial. Der hat natürlich jetzt noch einen Vorteil gegenüber Moukoko. Vor allem jetzt das Potenzial. Aber wir müssen gucken, können wir den auch zum Stürmer machen? Ja gut, Werner, der wird erstmal noch ein bisschen spielen können. Und das Ganze dauert hier 31 Wochen. Wird sehr wahrscheinlich sein Potenzial vielleicht auch ein bisschen kaputt machen. Und jetzt seht ihr hier den neuen Torwart. Böhm, der kommt ausgerechnet vom FC Barcelona. Und wird jetzt hier einen Ex-Barcelona-Spieler ersetzen. Ter Stegen 95, der wird sich hier nicht mehr besonders entwickeln. Vertrag ist er auch zu unzufrieden. Deswegen werden wir den Vertrag hier auflösen. Jetzt natürlich voller Fokus
Fokus auf den neuen Torwart hier. Und was war das jetzt bitte für eine heftige Transferphase von Barcelona? Also an Verkäufen. Einfach mal die drei Top-Transfers. Und unser Mittelstürmer ist jetzt hier ein Stürmer. Aber ich werde jetzt erstmal noch nicht auf ihn setzen. Timo Werner, der hat noch ein paar Jahre, wo er sich nochmal um ein, zwei Gesamtstärken verbessern kann. Und ich meine, der ist hier gerade dabei, den Bundesliga-Rekord zu brechen. Wir sind auch nicht am Ende der Saison. Aber gut, darauf gehen wir vielleicht in einem anderen Video ein bisschen genauer dann ein, ob er das schafft. Und nur der Torwart reicht natürlich nicht bei dem Umbruch. Musiala kommt jetzt hier neu in die Mannschaft und auch Karim Adeyemi. Und Luka Netz haben wir auch verpflichtet. Den machen wir hier zum Rechtsverteidiger. Klostermann haben wir hier schon freigegeben. Gnabry wurde aber verkauft für 235 Millionen. Musiala auch noch ganz kurz auf die andere Seite. Für Werner kommt hier leider kein Angebot mehr rein. Deswegen müssen wir ihn jetzt hier leider freigeben. Ich hoffe, ja, dass er trotzdem hier bei der nächsten Welt- bzw. Europameisterschaft hier noch abliefert. So, ihr wisst natürlich Bescheid, wieder Champions-League-Finale, obwohl wir die Mannschaft noch geschwächt haben. Aber natürlich, wir haben klar die beste Mannschaft vom Rating her. Jetzt müssen wir natürlich die Nationalmannschaft hier auswählen. Wir sehen auch, Bauer hat eine 86er Gesamtstärke. Aber ich glaube, da ist es einfach cooler, dann einen echten Spieler zu sehen. Auch wenn Bauer 3 Jahre jünger ist. Beziehungsweise, vielleicht sollten wir das doch nicht machen. Oder wir warten einfach auf den Regen von Timo Werner dann. Ja, okay, warten wir erstmal ab. Erstmal schicken wir diese Mannschaft hier ins Feld. Und was laber ich bitte von Feld? Aber guckt euch mal bitte diese Todesgruppe an. Dänemark und dann einfach Italien und Frankreich. Champions League wird wieder verloren, das ist doch ein gutes Zeichen. Aber wenn eine Mannschaft hier keine Angst haben sollte vor der Gruppe, dann sind wir das natürlich mit dem Rating. Wir gehen das ganz kurz und hoffentlich schmerzlos hier durch unentschieden und gegen Frankreich gewinnen wir. Das heißt, wir sind weiter, überstehen hier diese Gruppe und Frankreich einfach 0 Punkte. Da hat unsere Torwarttaktik ja perfekt funktioniert, denn der ist nicht auf die 90 gegangen, sondern nur auf die 87. Duell jetzt hier im Viertelfinale gegen die Niederlande. Wir wollen natürlich das nächste große Turnier hier gewinnen. Mit dieser Mannschaft sollte das überhaupt kein Problem sein, hier die erste K.O.-Runde zu überstehen. Und das machen wir auch 3 zu 2. Dreierpack wollte ich eigentlich gleichzeitig noch sagen. Von Werner. Goretzka mit einer roten Karte. Trotzdem überleben wir hier diese Runde. Und nächste Runde jetzt das Halbfinale. Jetzt hier gegen England. Wir gucken direkt mal rein. Wie gesagt, es sollte natürlich auch ohne Goretzka hier kein Problem sein, hier das ganze Ding zu gewinnen und in ein weiteres Finale einzuziehen. Und das machen wir wieder. Gleiches Ergebnis, aber diesmal Werner nicht mit einem Dreierpack. Aber wir haben direkt das zweite Finale nach 2 Chaos-Turnieren, beziehungsweise nach 2 Komplett-Katastrophen. Jetzt also 2 richtig gute Turniere. Aber jetzt kriegt einfach mal ein Angebot für fast 400 Millionen. Spanien, aber natürlich hier nicht zu unterschätzen. Einige Spieler werden ihr letztes Spiel bei einem großen Turnier wahrscheinlich hier haben. Wir gucken, ob sie das erfolgreich bestehen können. Ja, und jetzt einfach mal ein 4 zu 0 im Finale. Werner mit einem Dreierpack. Gnabry trifft noch. Werner hat sogar einen Elfmeter verschossen, trotzdem noch einen Dreierpack gemacht. Und da ist der zweite Titel. Deutschland ist wieder richtig dominant. Und wir machen immer weiter mit dem Umbruch. Jetzt kommt Florian Wirtz vor die ZDM-Position. Havertz wird da jetzt hier verdrängt und auch Moukoko. Den werden wir uns jetzt hier holen. Bei dem anderen hat es leider nicht geklappt, auch wenn es da mehr Sinn machen würde. Und wir holen jetzt noch einen Innenverteidiger. Müsste irgendein Regen sein in dem Alter mit der Gesamtstärke. Oder vielleicht auch ein Talent. Ich bin mir nicht ganz sicher. Obwohl, nee. Seit 2 Jahren oder so machen wir keine Talente mehr. Es muss ein Regen sein. Wir haben jetzt auch mal Süle verkauft, damit er natürlich auch hier Spielzeit bekommt. Havertz mit einer 97er Gesamtstärke werden wir jetzt hier freigeben. Denn der wird hier nicht mehr bis ganz zum Schluss durchhalten, denke ich mal. Kleiner Zwischenstand. 0 Niederlagen in der Bundesliga. Ich glaube, das haben wir schon öfter jetzt hier gehabt. Nächstes Jahr ist WM. Die Spieler entwickeln sich gut, beziehungsweise die, die ein bisschen älter sind, gehen noch nicht so extrem schnell runter. Außer Goretzka, der wird aber jetzt am Ende der Saison hier die Karriere beenden. Und Kai Havertz, der hat übrigens eine 98er Gesamtstärke einfach hier. Nach der WM werden einige Spieler ihre Karriere beenden. Jetzt aber erstmal natürlich Goretzka, nachdem wir hier gucken. Ich glaube, das müsste hier der Regen sein. Okay, hier schon mal eine gute Nachricht. Wir sind nicht im Champions League Finale. Ihr wisst, was das heißt. Also wir gewinnen wieder das Turnier. Die Mannschaft ist nämlich immer noch eine der besten, beziehungsweise ja vom Rating natürlich die beste, ganz klare Sache. Auch hier werden wir die Formation anpassen. Wir haben in dieser Mannschaft nur einen einzigen Spieler, der nicht auf der 90er Gesamtstärke ist. Aber für einige ist es wahrscheinlich das letzte WM-Turnier hier. Die Gruppe ist, denke ich, mit der Mannschaft auch kein Problem. Australien, Schottland und Dänemark. Schauen wir direkt mal, wie das Ganze hier aussieht. Ja, die ersten 2 Spiele richtig gut, 2 Siege. Aber was ist das denn jetzt bitte? Süle hat sich einfach verletzt in seinem vielleicht letzten Turnier. Aber kein Problem, ist nach der Gruppenphase wieder fit. Letztes Spiel können wir also hier überspringen, ist sowieso nicht mehr so extrem wichtig, beziehungsweise könnte doch noch wichtig werden, denn das verlieren wir. Achtelfinale gegen Belgien, da wollen wir natürlich nicht mehr verlieren, beziehungsweise da können wir einfach nicht mehr verlieren. Gehen wir also rein in die K.O.-Phase. Süle, noch ein bisschen angeschlagen, werden wir aber noch spielen lassen, beziehungsweise nicht komplett fit. Wir haben 2 Turniere in Folge gewonnen und damit soll es natürlich jetzt hier weitergehen. Ja, geht es aber nicht, denn
Belgien besiegt uns hier im Achtelfinale 2:0. Haben wir jetzt hier wieder zwei Katastrophenturniere oder wie? Ja moin, Argentinien fliegt ja einfach mal gegen Ungarn raus. Und wir haben hier die nächsten beiden Spieler, die ihre Karriere beenden. Kimmich, 36 Jahre alt, und Leroy Sané. Und der Leroy Sané Regen ist hier nicht schwer zu finden. Der spielt hier bei Frankfurt mit einer 90er Gesamtstärke. Und bei dem bin ich mir echt unsicher. Ist das einer aus der Jugend? Weil ich glaube, wir hatten da einen Gasch. Kommen die also doch später ins Spiel? Weil am Anfang findet man die nicht. Der hat Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Könnte aber natürlich auch Toni Kroos Regen sein, aber ich glaube, den habe ich vorhin woanders gesehen, natürlich in der spanischen dann. Aber hier finden wir ihn erstmal nicht, und auch den Kimmich Regen finden wir hier nicht. Aber ich glaube, jetzt haben wir ihn hier gefunden. Bei Augsburg spielt er, und hier finden wir, denke ich, den nächsten Regen. Ich weiß gar nicht, ob Süle jetzt hier bei, also in der englischen Liga gespielt hat, spielt hier jetzt bei Tottenham. Wir haben jetzt nochmal einen guten Verteidiger, 83er Rating. Hier nochmal einen 84er, aber den hatte ich vorhin schon. Der hat nicht so viel Potenzial angezeigt. Ja, und das ist tatsächlich der Süle-Regen. Sehen wir hier einfach an dem Rechtsverteidiger an der Position. Moukoko hier an der Spitze der Top-Torjägerliste. Ihr seht, wir sind jetzt wieder deutscher Nationaltrainer. Wir haben noch ein paar Monate, beziehungsweise ja, 2-3 Monate bis zum Turnier. Und jetzt ist alles wieder normal. Die Mannschaft hier wieder im Champions-League-Finale. Aber davor müssen wir erstmal natürlich die Mannschaft zum vorletzten Mal hier absenden. Denn 2036 gibt es ja keine Weltmeisterschaft. Beziehungsweise Europameisterschaft ist es da. Oder? Ich bin gerade verwirrt. Egal, irgendeine Meisterschaft. Die Mannschaft sieht natürlich immer noch sensationell heftig gut aus. Wir haben auch einige neue Talente, die wir bisher noch gar nicht gesehen haben. Timo Werner, der wird jetzt hier nicht mehr mitfahren. Hat so extrem viele Tore gemacht. Aber 36 Jahre alt. 87er Gesamtstärke spielt hier keine Rolle mehr. Wir haben zwei neue Stürmer hier ausgebildet mit Adeyemi und Moukoko. Schlotterbeck hier auf einer 94er Gesamtstärke. Jetzt wird natürlich wieder das Team gebaut auf der ZOM-Position. Fast schade, dass wir da nicht zwei ZOMs einfach hinstellen können. Aber Havertz immer noch auf der 98er Gesamtstärke. Einfach mal einen 95er als Backup hier haben. Genauso auf der Torwartposition. Okay, hier einfach mal eine Pokalniederlage gegen Gladbach, gegen Paris, aber wieder der Sieg. Das hier ist unsere vorletzte Gruppe. Schweden, Tschechien und die Niederlande. Also sehr, sehr machbar. Wir gehen auch mal rein, um einfach zu gucken, wer hier die Tore natürlich macht. Erstes Spiel. Wir wollen natürlich nochmal die Europameisterschaft gewinnen, aber starten hier mit einem 1:1. Jetzt sind wir natürlich gegen Tschechien schon so ein bisschen unter Druck, falls wir das verlieren sollten. Ja, dann sieht es nicht so gut aus, und hätte ich mal nichts gesagt. Jetzt verlieren wir tatsächlich das Duell. Also warum muss man sich entweder komplett blamieren in der Gruppen- oder Achtelfinale, da raus wegen Gruppenphase oder Achtelfinale, oder man kommt ins Finale und gewinnt das Ding. Also es gibt nur zwei Sachen. Schlotterbeck jetzt gesperrt durch die gelbe Karte. Natürlich wird es dadurch jetzt auch nicht besser. Wir müssen mal kurz auf die Ligatabelle hier gucken. Beziehungsweise Gruppentabelle. Und ja, wir müssen einfach hoffen. Ja, Tschechien oder Schweden ist eigentlich egal. Hauptsache, die spielen nicht unentschieden. Ja, und Deutschland und Niederlande hier einfach kurz vorm Ausscheiden. Sollte normalerweise andersrum sein. Aber ja, gucken wir mal, wer sich jetzt hier blamiert. Schauen wir direkt rein in die Partie und hoffen noch auf das Beste. Und wir gewinnen die Partie auch. Aber das heißt erstmal noch gar nichts. So richtig unangenehm. Jetzt müssen wir hoffen, dass Tschechien bzw. dass das andere Duell da gut ausgegangen ist. Und wir haben extremes Glück. Tschechien gewinnt das Duell gegen Schweden. Wir kommen irgendwie ganz duselig hier weiter. Unser Gegner ist im Viertelfinale einfach mal England. Direkt hier am 1. Juli. Wir starten rein. Alle sind wieder fit bzw. nicht gesperrt. Und wir werden hoffentlich jetzt hier ins Halbfinale einziehen. Und das machen wir auch. 2:1 gewinnen wir das Ding. Also eben noch fast rausgeflogen. Jetzt könnten wir mit dem nächsten Spiel ins Finale einziehen. In unser drittes Finale. Ganz schnelle Nummer. Wir gehen rein gegen Belgien. Da sind wir schon mal gescheitert und scheitern hier schon wieder. Ganz, ganz bitter in der Verlängerung. Aber zumindest haben wir jetzt mal so ein Mittelturnier. Denn bis jetzt sind wir entweder Achtelfinale, Gruppenphase oder eben Sieger geworden. Aber gut, trotzdem ist das natürlich hier nicht so cool. Und jetzt sind wir so knapp vor dem Finale gescheitert. Deswegen gucken wir uns jetzt auch mal den Sieger an. Frankreich gewinnt das ganze Ding. Wir wissen natürlich nicht, was Frankreich bei den anderen Wettbewerben gemacht hat. Und hier wechseln einfach mal die drei Top-Transfers für 66 Millionen. Aber konzentrieren wir uns lieber auf das letzte Turnier. Natürlich nochmal die WM, zweimal die WM gewinnen. Das muss eigentlich schon sein. Eine einzige Sache werden wir hier an der Mannschaft noch bis zur WM verändern. Und zwar ist das der Linksverteidiger. Ich glaube, der wird da ein bisschen zu alt sein. Der wird da noch ordentlich runtergehen. Bei Schlotterbeck, da vertrauen wir einfach mal darauf, dass er da ungefähr bleibt. Wir verpflichten jetzt einen 26-Jährigen mit einer 86er Gesamtstärke. Und Luka Netz kann jetzt wieder auf seine Linksverteidigerposition zurück. Wurde noch von Hertha BSC kontaktiert. Aber da geht es natürlich jetzt nicht mehr hin zurück. Und kein Plan, warum. Ich habe es nicht
nicht eingestellt, aber wir bekommen hier ein Leihangebot für den neuer Regen. Und ich muss sagen, ganz randommäßig mache ich es einfach. Also das ist wirklich sehr random. Aber wir haben ja noch hier den Ter Stegen Regen, der 22 Jahre alt ist und 95 an Gesamtstärke hat. Ich glaube, wenn er ein bisschen jünger ist, dann wird er sich auch noch schneller entwickeln. Und er ist auch hier bei den freien Spielern, deswegen schlagen wir direkt zu. Okay, das ist jetzt blöd, der neue Torwart ist schon da, aber ja, das Ganze wurde hier leider abgelehnt. Und wenn wir uns jetzt hier so die Entwicklungspläne angucken, dann sehen wir, es dauert auch noch länger, bis er bis zur 96 kommt. Stattdessen ist der neue Regen hier bald schon bei der 97er Gesamtstärke. Also, sorry Ter Stegen Regen, du bist leider mit einer 95er Gesamtstärke hier zu schwach. Wir reden immer noch über die Mannschaft, die dreimal hier bei den großen Turnieren sehr früh rausgeflogen ist. Und wir sind jetzt hier kurz vorm letzten Turnier. Entwicklungsplan können wir hier nochmal kurz ändern. Vielleicht entwickelt sich nochmal ein bisschen schneller was. Aber ihr seht hier die Mannschaft und wir sehen direkt, ich glaube, das ist das allererste Mal, oder? Dass die komplette Mannschaft aus 90ern besteht. Davor hatten wir noch Innenverteidigung und Rechtsverteidigung so ein bisschen als Schwachpunkt. Schlotterbeck ist auch noch bei der 91 hier geblieben, beziehungsweise nicht mehr unter die 90 gegangen. Sehr gute Sache. Und natürlich stehen wir auch in der letzten Saison wieder hier im Champions League Finale. Jetzt aber natürlich erstmal voller Fokus hier auf den WM-Kader. Wer kann bitte vorweisen, einen 91er Keeper als dritten Keeper hier zu haben? Backup-Keeper einfach mal auf 95. Ja, und ein 90er ZM muss zu Hause bleiben. Ich nehme aber mal den Gasch hier mit. Aber ich glaube, der andere hieß irgendwie wie Steffen oder sowas. Also den wir in der Jugendakademie hatten. Sonst können wir den hier noch ganz kurz austauschen. Und natürlich Raum muss hier ganz klar mit. Das war, würde ich sagen, eine der Überraschungen von der Entwicklung her. Den haben wir ja wirklich auf die 94 bekommen. Wir werden jetzt zum letzten Mal das ganze Ding hier abschicken. Ich gehe nochmal ganz kurz hier die Listen durch. Vielleicht sieht man noch ein paar Talente, aber man sieht auch, die haben sich nicht so gut entwickelt, beziehungsweise es hat nicht gereicht am Ende natürlich. Ja, Pokalfinale einfach mal 5:1 gewonnen. Das letzte Bundesligaspiel übrigens auch davor zweimal unentschieden. Champions League auch wieder mitgenommen. Wir sehen auch hier direkt unsere Gruppe. Durchaus machbar, aber wir wissen ja nicht. Entweder wir machen den Monsterflop hier zum Abschluss oder wir krönen uns hier mit dem zweiten WM-Titel in dieser Folge. Oder haben wir noch einen mehr geholt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich nehme seit 5 Stunden hier auf. Also lasst Support da. Hier seht ihr nochmal die ganzen zusammenfassenden Statistiken. Turnierstart hier gegen die Ukraine und wir sehen, Havertz ist runtergegangen von einer 95 beziehungsweise auf eine 95 von einer 96. Und Würz hat einfach mal gewechselt, ist jetzt auf der 96. Deswegen müssen wir hier natürlich auch den Wechsel vollziehen. Ja, guckt euch das einfach mal an. Wir haben einfach mal 3 95er hier auf der Bank. Ein 93er kommt dann auch noch dazu. Also das ist wirklich ja, von den Gesamtstärken her das beste Team, was ich glaube ich hier gebaut habe. Aber wir wissen natürlich, die Simulation kann da immer so einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. Wir gehen direkt in die Schnellsimulation. Wir werden das erste Spiel hier schon mal gewinnen. Mokoko mit einem Doppelpack. Oh, und warte mal, wir haben jetzt hier auf der linken Seite Braun, aber ich glaube, da lassen wir einfach mal den Schmidt spielen. Hat sich das, denke ich, mit seiner Gesamtstärke da verdient. Dann packen wir Musiala aber hier wieder ins linke Mittelfeld. Die Spannung steigt. Werden wir im letzten Turnier die Erwartungen erfüllen und natürlich hier den nächsten WM-Titel für Deutschland holen? Jetzt sollte erstmal nichts schief gehen in dem Duell gegen China, wo wir aber hier nur unentschieden spielen. Ich weiß nicht, was bei den Jungs los ist. Die kriegen dieses 2018er Ding irgendwie nicht mehr raus. Viel zu oft einfach Blamagen gegen kleine Gegner. Aber jetzt ist hier noch nichts entschieden, aber gegen Österreich, die mit zweimal Baumgartner vorne spielen, sollten wir hier nichts anbrennen lassen und zumindest ein Unentschieden holen und wir gewinnen das Spiel. Kommen damit weiter, aber ja, dieses Unentschieden, das nervt schon ein bisschen. Und wie früh ist das Turnier bitte dran? Wir sind jetzt erst am 29. Juni, also die Saison ist noch nicht mal vorbei. Wir spielen aber jetzt hier schon gegen England im Achtelfinale. Schauen wir also direkt mal rein. Theoretisch könnte es das letzte Spiel sein. Wir hoffen es aber natürlich nicht. Direkt rein in die Schnellsimulation und wir gewinnen das Spiel. Ganz, ganz wichtig. Gut, dass wir den Schmidt da reingepackt haben in die Startelf. Wir sehen auch unser Torwart nur noch 6 Wochen bis zur 98er Gesamtstärke. Aber so viel Zeit haben wir leider nicht mehr. Nächstes Spiel hier im Viertelfinale wird gegen Italien einfach mal stattfinden. Also das nächste Klassiker-Duell. Auch für dieses Spiel gilt natürlich, es könnte das letzte für die deutsche Nationalmannschaft sein. Wir hoffen aber natürlich, dass es noch weitergeht ins Halbfinale. Und es geht weiter ins Halbfinale. Also bis jetzt haben wir zweimal das Halbfinale und ich glaube zweimal das Finale, was wir gewonnen haben. Halbfinale jetzt hier gegen Argentinien. Wir wollen natürlich in unser drittes Finale, glaube ich, reinkommen. Und das machen wir auch. 3:2 setzen uns da durch. Mokoko hier mit einem Doppelpack. Und was ist das denn? Im Finale werden wir einfach auf Mexiko oder die USA treffen.
wenn wir das jetzt verlieren. Es wäre die Ultra-Blamage. Aber wir können hier das Perfekte. Also einfacher wird man es hier nicht mehr bekommen im WM-Finale. Und der Gegner im WM-Finale, im letzten WM-Finale, lautet Mexiko. Also wir können das ganze Ding hier nochmal extrem erfolgreich abschließen. Was haben wir bitte für eine coole Mannschaft hier gebaut? So stark werden wir die von den Gesamtstärken nicht mehr sehen. Turniere hätte vielleicht ein bisschen mehr gehen können. Aber jetzt zwei WM-Titel hier zu holen. Einmal die EM ist auch mega heftig in dem Zeitraum. Und wir werden hier den WM-Titel holen, Moukoko, mit einem Dreierpack im WM-Finale. Perfekter kann man das Ganze nicht beenden. Danke fürs Zuschauen. Mega aufwendiges Video. Klickt euch gerne direkt zum nächsten Video. Deswegen bis gleich.